Hey Guys und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von InfoStory. Und heute kommt das Thema meine Schulzeit dran. Vor allen Dingen, weil ich darüber noch nie in der Öffentlichkeit geredet habe, weil das relativ suspekt war während meiner Schulzeit. Von daher habe ich das nicht wirklich vielen erzählt. In meinem privaten Leben sowie in der Öffentlichkeit wurde das nie wirklich angesprochen. War ich auch sehr froh darüber. Aber heute bin ich mal so offen und werde darüber reden. Aber bevor ich beginne, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Vielen Dank für über 100 Likes. An sich habe ich ja nur 50 Likes von euch verlangt für das nächste Video. Aber scheinbar habt ihr das ernst genommen und habt mich dann dementsprechend mit über 100 Likes unterstützt. Vielen Dank! Jetzt ist wiederum die Frage, schaffen wir es auch bei diesem Video, über 100 Likes zu schaffen? Ich muss mir echt überlegen, wenn das passieren sollte, dann mache ich wahrscheinlich was Besonderes bei diesen Formaten. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, ich werde irgendwas finden. Von daher einfach das Video liken. Ich würde mich wirklich unglaublich darüber freuen, weil Likes zeigen mir wiederum, dass das Video gut bei euch ankommt. Und demgemäß kann ich dann auch mit diesen Formaten auch weitermachen, weil es euch gefällt. Nämlich, was euch nicht gefällt, damit höre ich dann auch wieder prinzipiell auch auf. Macht auch Sinn, oder etwa nicht? Wie dem es auch sei, ich möchte jetzt eigentlich langsam mal anfangen mit dem eigentlichen Thema, meine Schulzeit. Ich schweife mal wieder viel zu sehr ab. Man kennt das ja von mir mittlerweile. Das ist komplett normal anscheinend bei mir. Irgendwie. Aber ich denke mal, das sollte euch nicht weiter stören. Ich hoffe es jedenfalls mal. In Ordnung, ich fange einfach mal an. Ich denke, die Grundschulzeit werde ich jetzt nicht hauptsächlich behandeln, weil die relativ normal war, wie bei jedem anderen auch. Das heißt, die war relativ entspannt und lässig, wie eigentlich bei jedem. Da wird an sich ja nur am Schluss entschieden, auf welche fortführende Schule man anschließend dann kommt. Das ist ja komplett banal an sich, dass man das nach der 4. Klasse entscheidet, ob man dann auf die Haupt- oder Realschule kommt oder eventuell auch aufs Gymnasium, wobei mittlerweile eigentlich die meisten aufs Gymnasium kommen. So kommt es mir mittlerweile vor, weil da die meisten Idioten rumlaufen. Jedenfalls war das auch bei meiner Schulzeit so, dass Idioten auf dem Gymnasium ihr Unwesen getrieben haben. Oh ja, davon kann ich echt ein Lied singen. Aber später mehr dazu. Erst einmal natürlich, ja, Grundschule war echt lässig und entspannt für mich. Daran kann ich mich noch teilweise erinnern. Ich habe da eigentlich hauptsächlich gemalt währenddessen, während der Schulzeit und dennoch in Anführungszeichen gute Noten bekommen. Aus dem einfachen Grund, weil der Stoff in der Grundschule einfach nicht fordernd genug war für mich. Hört sich ein bisschen arrogant an, aber Grundschule ist wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Wenn man das nicht versteht als normaler Grundschüler, dann hat man echt schon ziemlich schlechte Karten. Auf jeden Fall, ich hätte aufs Gymnasium gehen können damals, aber meine Mutter hat sich dann damals für die Realschule entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil es eine Privatschule war und sie wollte auch weiterhin, dass ich auf eine Privatschule gehe. Das heißt aber wiederum nicht, dass der Stoff dadurch einfacher war. Keineswegs. Das war eine sehr spezielle Schule und ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil man sonst herausfinden könnte, wo ich genauer wohne, beziehungsweise wo ich zur Schule gegangen bin und das möchte ich nicht. Ich gebe an sich schon genug Preis mittlerweile und das müsst ihr dann auch nicht unbedingt wissen. Daher Details werde ich garantiert nicht veröffentlichen. Das möchte ich einfach nicht. Auf jeden Fall anschließend kam dann die Realschulzeit. Die Realschulzeit war geprägt von Idioten, die ebenfalls teilweise komplett Brain AFK waren. Es ist echt schwierig mittlerweile Freunde auf der Schule zu finden, die halbwegs einen normalen Intelligenzquotienten besitzen. Und das ist wirklich mittlerweile echt schon recht traurig, deprimierend, wie man es sehen möchte. Das lag einfach damals daran, dass die meisten meiner Schulgenossen mich nicht wirklich verstanden haben. Ich hatte relativ wenig Freunde auf der Schule, dafür hatte ich viel mehr Freunde in meinem normalen Freundeskreis. Bei mir zu Hause, in meiner Umgebung. Das heißt auch prinzipiell, dass ich weiter weg zur Schule gegangen bin. Das ist vollkommen richtig. Ich musste damals, glaube ich, immer so 30 Kilometer dafür fahren. Und das war an sich auch schon ein ziemliches Stück, aber ich habe es gemacht, weil ich es wollte. Irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich es wollte, aber naja, ist auch egal. Jedenfalls, ich hatte, glaube ich, während der Schulzeit drei richtig gute Freunde. Der eine ist später aufs Gymnasium gewechselt. Das war auch die richtige Entscheidung, hätte ich ebenfalls machen sollen. Und ein anderer Kollege von mir, der war die gesamte Realschulzeit an meiner Seite und den habe ich echt gemocht. Und die haben auch anschließend dann einen Teil des Gymnasiums zusammen gemacht, aber später mehr dazu. Und der dritte Freund ist dagegen ebenfalls umgezogen, ich glaube nach Österreich, soweit ich mich noch entsinnen kann. Und dementsprechend hat sich dann das auch erledigt gehabt. Jedenfalls während der Realschulzeit, während der mittleren Reife, gab es viele Vollidioten, wie es wahrscheinlich überall der Fall ist. Ich weiß gar nicht, warum die meisten sich wie Vollidioten aufführen. Entweder weil man cool sein möchte oder um das andere Geschlecht zu beeindrucken. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe meine Mitschüler während der Realschulzeit nie wirklich verstanden. Kommt gerade ein bisschen autistisch vor. Nein, ich bin kein Autist, falls man das jetzt vermuten möchte. Keineswegs. Ich hatte einfach nur gewisse Voraussetzungen und die wurden einfach während der Realschulzeit kaum erfüllt. Leider.
Aber ich denke mal, das könnt ihr ebenfalls nachvollziehen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Schulzeit ausgesehen hat, beziehungsweise wie eure Schulzeit überhaupt noch aussieht. Existieren bei euch auch solche Vollidioten, die einfach nicht verstehen möchten? Oder ist das eher weniger der Fall? Das würde mich durchaus mal bei euch interessieren. Schreibt es mir daher mal in die Kommentare. Wie auch immer, irgendwann kam ja auch die Abschlussklasse. Das heißt, endlich bin ich die Idioten los gewesen. Aber bevor ich die Idioten los war, musste ich mit diesen Personen noch auf eine Studienfahrt gehen. Beziehungsweise Klassenfahrt, wie man sehen möchte. Und zwar nach Berlin. Irgendwie kommt es mir so vor, als würden 80-90% der Schulklassen einer Realschule nach Berlin fliegen oder fahren. Berlin ist eine interessante Stadt, klar. Kann man nichts gegen sagen. Finde ich auch immer noch heute sehr faszinierend und möchte ich auch wieder demnächst hingehen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Eine Person kann sich da sicherlich sehr gut angesprochen fühlen. Aber das ist wiederum off-topic, von daher mache ich mal hier weiter. Jedenfalls, die Abschlussfahrt nach Berlin war katastrophal mit meiner Klasse. Sagen wir mal so, einer hat eine Xbox 360 mitgenommen und ich habe wiederum Xbox 360 Spiele mitgenommen. Und wir haben dann die ganze Zeit auf dem Zimmer von einem Dude mit der Xbox 360 gezockt. Ich weiß zwar nicht, warum ich den Drang hatte, dort zu zocken, aber ich kann es echt nicht mehr sagen. Aber sagen wir so, ich war natürlich nicht die ganze Zeit am Zocken. Wir waren auch viele unterwegs in Berlin, haben uns auch die Stadt angeschaut und die ganzen Sehenswürdigkeiten. Ganz klar, wie es auch normal ist, wenn man auf einer Berlin-Abschlussfahrt ist, dann sollte man auch was gesehen haben. Natürlich haben wir auch den Bundestag gesehen, das war ja auch vollkommen normal. Aber ich möchte nicht unbedingt in Politik übergehen, weil Politik ist ein unangenehmes Thema, das möchte ich einfach nicht hier ansprechen in InfoStory. Das könnte ich eventuell mal bei InfoTalk ansprechen, aber möchte ich eigentlich nicht. Weil politische Themen sind meistens so unglaublich fragwürdig und da sagt man eigentlich, und da kann man im Endeffekt eigentlich nur falsch liegen. Weil jeder seine eigene Meinung hat bezüglich Politik. Dementsprechend möchte ich auch meine Meinung nicht dort kundgeben. Das ist einfach komplett lächerlich, wenn ich damit anfange. Dementsprechend einfach mal hier Cut setzen und weiter geht's. Jedenfalls, wir waren, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann, 5 Tage in Berlin. Das war grauenvoll. Wobei ich eigentlich die ganze Zeit mit meinem Kollegen unterwegs war, der auch da ebenfalls Freunde hatte in Berlin. War faszinierend, aber naja, es ist halt, wie es ist. Ich hatte halt immer noch meine ganzen Schulfreundin in Anführungszeichen an meiner Seite und die waren für Späße aufgelegt. Eventuell mache ich das sogar nochmal separat mit der Berlin-Reise für InfoStory. Das bietet sich jedenfalls relativ gut an. Ich glaube, so mache ich es dann auch. Jedenfalls, dann habe ich die Abschlussprüfung geschrieben, beziehungsweise ich habe die schon da geschrieben gehabt, genau, und die waren eigentlich für mich kein Problem. Damals war es einfach so, ich musste in Englisch, Deutsch und Mathematik die Abschlussprüfungen halten und dann noch ein übergreifendes Schulfach. Das heißt, es war an sich kein Schulfach, sondern man musste einfach eine übergreifende Schulprüfung machen und die war, ja, interessant. Ich glaube, damals habe ich die über Automatisierung gemacht, soweit ich mich noch entsinnen kann oder sowas ähnliches. Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich glaube schon. Und anschließend habe ich dann selbstverständlich meine mittlere Reife bekommen. Und danach kam natürlich der Abschlussball. Der Abschlussball war entspannt. Nur es gab ja diese Idioten, die dachten, komm, jetzt geben wir nochmal einen letzten Seitenhieb ab. Und dann können wir den Typen für sein restliches Leben in Ruhe lassen. War auch in Ordnung, konnte man so nehmen. Und ich war dann schlussendlich sehr zufrieden, dass ich diese Idioten nie wieder sehen musste. Und ich war bis jetzt noch auf keinem Klassentreffen. Und ich habe auch nicht wirklich das Bedürfnis, danach hinzugehen. Nämlich allgemein hat mich meine Realschulzeit echt angewidert, kann man jetzt nur sagen. Manche sagen echt, ihr habt eine coole Schulzeit. Ich sag wiederum, ich war froh, als es vorbei war. Weil die meisten waren einfach nur Idioten, die einfach ihre Sache durchgezogen haben, andere Leute geärgert haben oder ähnliches gemacht haben und es war einfach nur nervig. Es hat sich dann verändert, als ich aufs Gymnasium gekommen bin. Auf dem Gymnasium waren dann wiederum Leute, die wirklich was lernen wollten. Man hat es auch gemerkt, das waren jetzt nicht die 0815 Leute, die gesagt haben, ja komm, ich muss 10 Jahre lang Schule machen, dann ist alles vorbei. Nein, man hat schon gemerkt, die Leute wollten was erreichen, wobei man sagen muss, manche wussten auch nicht wirklich, was sie nach der 10. Klasse machen sollten und haben sich dementsprechend dann auch fürs Gymnasium entschieden. Fand ich es schon ein bisschen lächerlich, weil man mittlerweile eigentlich mit dem Gymnasium keinen wirklichen Vorteil mehr hat, außer dass man direkt studieren kann. Man kann auch nach der mittleren Reife einfach eine Ausbildung machen und anschließend studieren gehen. In dem Bereich, in dem man auch wiederum die Ausbildung gemacht hat. Das ist an sich heutzutage gar kein Problem und an sich auch die bessere Alternative. Nämlich davor hat man noch Berufserfahrung, was heutzutage sehr wichtig ist. Nämlich die meisten, die vom Studium kommen, sind Fachidioten und wissen nicht wirklich, was sie praktisch machen müssen, weil sie einfach nur die Theorie gelernt haben.
Außer sie waren auf einer Hochschule, das heißt keiner Universität, weil eine Hochschule wiederum auf die praktischen Tätigkeiten auch aus ist. Demnach würde ich sogar heutzutage sagen, dass eine Hochschule besser ist für den eigentlichen Berufseinstieg. Wobei ich das auch nicht pauschalisieren möchte. Jedenfalls auf dem Gymnasium, sagen wir mal so, es waren 3 Jahre, die relativ interessant waren. Ich habe das auch erfolgreich abgeschlossen. Es waren ebenfalls Idioten vorhanden, die dachten, die wären einfach die Besten, die Besserwisser und waren am Schluss nicht wirklich so gut, wie sie eigentlich dachten. Was ich für einen Abschluss hatte, das sage ich wiederum nicht. Der war ziemlich gut, aber das ist auch relativ irrelevant in diesem Sachverhalt. Jedenfalls, meine Schulzeit war unglaublich nervig. Habe ich auch schon gesagt, als ich die Realschulzeit angesprochen habe. Aber insgesamt, meine gesamte Schullaufbahn, die war so unglaublich unangenehm und ich war wirklich heilfroh, als ich dann endlich mein Abitur in der Hand halten durfte und demgemäß auch niemand mehr von diesen Menschen sehen musste. Das war einfach so ein befreiendes Gefühl. Endlich studieren dürfen, endlich weg von der Schule, endlich was machen, was ich möchte. Und das habe ich dann auch gemacht. Wobei ich mich teilweise noch umentschieden habe, aber das kann ich wiederum in einer anderen Folge von Hashtag Infostory noch einbinden. Von daher, ich denke mal, das reicht auch langsam. Ich wünsche euch dementsprechend noch einen schönen Tag und falls ihr wirklich mich unterstützen möchtet, dann gebt doch einfach einen Daumen nach oben ab. Ab 50 Likes kommt dann wieder das nächste Video. Demgemäß bis zum nächsten Mal. See ya guys.